So, Hallöchen, da sind wir wieder. Und es hat sich hoffentlich was. Ja, ich sehe schon, man sieht ein schwarzes Fenster im Moment. Okay. Ist auch schön. Ja. Wir haben alle drei. Meine Probe. Du hast deine Probe versaut? Nee, meine Probe ist bereits ausgetrocknet. Ich mache das jetzt nochmal frisch. Wir haben so viel zum Thema Austrocknen. Ein Survival-Kit bestellt vom Community-Labor. Das Community-Labor in Kassel. Colab Germany. Das will ich gerade nochmal zeigen. Ja, ich habe das auch bestellt, aber ich war da in Köln und irgendwas ist schiefgelaufen. Deswegen ist es bei mir bis jetzt nicht angekommen. Ich hoffe, dass es morgen kommt und die waren so nett zu sagen, dass ich das sonst nochmal Bescheid sagen darf. Okay, ja, das ist super. Es ist nämlich ein Drama im Haushalt mit einem Algen-Seegrasfresser. Ja, ah, das ist jetzt natürlich in Spiel, das ist natürlich jetzt spiegelverkehrt. Das ist total ätzend. Kann ich leider, also im Stream kommt es spiegelverkehrt rüber. Du darfst es vorlesen. Ja, genau. Soll ich es vorlesen? Hä? Ja. Lies mal vor. Nee, du, achso, wir. Was steckt hinter dem Survival Kit? Colab hat die Survival Kits im vergangenen Jahr im Rahmen des Hochschulwettbewerbs entwickelt. Das Eigenreaktor-Kit ist bereits das dritte Kit. Ja. www.colab.com. Ja, das habe ich gerade schon, die URL habe ich gerade schon in den Chat reingeschmissen. Und die haben nicht wirklich viel verraten. Und ich dachte mir, wir können ja mal. Ach so, das seht ihr dann natürlich jetzt nicht, wenn ich das Video gleich noch zeige. Aber auf jeden Fall ist in der Anleitung, ist, man bekommt so einen tollen Kolben hier. Das ist der Bioreaktor, könnte man sagen. Hier. Und da habe ich dann einen Teelöffel von dem Umschlag B1 hineingefüllt. Und das sind die Algen. Also bisher, die haben jetzt einen Tag Zeit gehabt. Man sieht das. Es ist noch nicht wirklich grün. Ich hatte es in der Sonne stehen. Man kann, ja, man kann es nicht wirklich, also wenn man nicht durch die Kamera guckt, sondern von meiner Warte aus, dann sieht es schon, hat es einen leichten grünen Stich, aber ich glaube, auf der Kamera kommt das nicht wirklich raus. Nö, da sieht es weiß aus. Ja. Ja. Genau. So, ich hoffe, das ist jetzt gut beleuchtet. Ich mache mal gerade, muss mal gerade ein bisschen Platz schaffen hier. Und dann schalte ich mal kurz auf die andere Kamera um. So, hallo. Da ist das. Ja. Da kann man kann es ein bisschen, so kann man es vielleicht ein bisschen erahnen, dass es grün, dass es so einen leichten ja. Grünstich hat. Leichter, ne? Mint. Ja, ja, genau. Leichter Mintstich. So, und jetzt machen wir mal eine professionelle Präparation. Das hier ist der höchste Level der, Mikroskopie-Präparation, könnte man sagen. So, ich nehme jetzt eine Probe mit einem hochprofessionellen wissenschaftlichen Gerät. Oh, André, das ist ja noch ein Plastikstrohhalm. Ja, das ist einer von denen, die wir mal für plötzlich Wissen besorgt haben und die will ich aufbrauchen. Ah, ja. Sehr nachhaltig, vorbildlich. Sind nämlich jetzt verboten, ne, in Deutschland? Ja, ganz brandneu. Mhm. Aber man darf sie trotzdem noch restabverkaufen, deswegen sind sie nicht aus den Geschäften raus. Man darf sie auch noch besitzen. Also ich glaube, du wirst nicht verhaftet. Sie haben einen Plastikschuh. Ja, so. Und jetzt kommt da noch, da habe ich einen kleinen Tropfen gemacht. Ich versuche das mal zu zeigen. Ja, man kann es ungefähr erkennen. Mhm. Vor allem erkennt man, dass der Schreibtisch ein bisschen dreckig ist, sehe ich gerade. André, was ist da los? Ich mache mal gerade hier, ich räume mal auf mit der Maus. Machen wir schnell einen Filter an. Ja, der saubere Tischfilter. Genau. So. Oh. Die Deckgläschen sind so aneinander geklebt. Nee, die Plastikverpackung will manchmal nicht.
schon geschmolzen unterm Dach bei dir? Na, wir haben gerade, ich kann meinen Thermometer nicht sehen, 28 Grad sind es hier gerade. Ich grüße Horsti. So. Die Spannung steigt. Ja, genau. Es ist aufregend. Hier habe ich noch so ein kleines Deckgläschen. Und das ein rundes Deckgläschen. Ja. Die kenne ich gar nicht im Rund. Ich kenne nur die kleinen Viereckigen. Ah. So, einmal draufgeschmissen. Und das müsste jetzt auch schon reichen. Und jetzt schalten wir um auf diese schöne Ansicht. Weil ich es hier unter das Mikroskop lege. Schalte nochmal kurz zurück. Da, hier habe ich es jetzt drunter gelegt. Und jetzt mache ich auch... Mhm. Du hast es wieder weggenommen. Ja, ich habe es wieder weggenommen. Sieht übrigens aus unter deinem Mikroskop, als wärst du so ein Gewichtheber. Das sieht aus so wie Mini-Gewichte, ganz schwere Mini-Gewichte, dieses schwarze Dinger. Muckibude unterm Dach. Ja. So Mist, wir müssen das normal machen. Was? Was ist da los? Ich hab zwei Deckgläschen draufgeschmissen und dann hat sich die Flüssigkeit dazwischen gesaugt. Auch schön, genau. Aber ich habe ja genug Glas, das wird wieder gespült. Hier oben tue ich es mal hin. Ich glaube, dann kann man sogar besser sehen, wie ich den Tropfen da drauf lege. So, dann nehmen wir mal... Das ist schon wieder so professionell. Oh ja. Uha. Ja. Gut gesehen. Super professionell. Wobbe. Gleich schwimmt dir dein eines Blättchen da weg. Hat gleich einen Wasserschaden. Oh. Ja, echt. Das ist der Vorführeffekt. So liebe what ich das. What could possibly go wrong? When an eel is the more. Ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Ich habe Muränenhits im Kopf. So. Apropos, Juliane aus Berlin, die diesen Stream auch verfolgt, die hat mir auf Trema in der Zwischenzeit geschrieben, dass die Ämter auch mit Booten die Kanäle und Spree belüften. Oh. Momentan zum Thema. Ja. Berlin und Fischsterben, was wir in der ersten Hälfte des Streams hatten. So, jetzt drehe ich nochmal die etwas kleinere Vergrößerung rein und jetzt können wir uns das mal angucken, wenn ich Licht anmache. Oh ja, oh, Licht ist weiß. Licht ist weiß. Ich gehe mal davon aus, dass sie da irgendwie so wie mit einem Pürierstab drin rumrufen. Keine Ahnung, wie die das machen da. So, hier haben wir ein paar Algen am Rumschwimmen. Die haben leider noch nicht wirklich, das sollen, was steht hier drauf? In diesem Kit ist eine lebende Spirulina-Algenkultur enthalten. Und Spirulina bilden eigentlich so kleine Spiralen. Ich muss mal gucken, ob wir hier vielleicht eine finden, weil bisher sehe ich noch nicht wirklich eine. Nee, ich glaube, da brauchst du eine größere Vergrößerung, dass du das siehst. Okay, dann nehmen wir uns mal hier sowas. Ja, die sind ungefähr in der Mitte. Gucken wir uns die mal an. In einer höheren Vergrößerung. Blick. Da sind sie. Man kann ein bisschen grün erahnen. Noch größere Vergrößerung. Ja, noch größere Vergrößerung. Mehr ran. You can do it. Man kann auf jeden Fall das Grün ein klein wenig erahnen, also das Chlorophyll. Ja, grün sieht man schon.
Ja, das brauche ich nochmal. Horsti fragt Blaualgen. Horsti, nee, Blaualgen sind ja keine Algen, das sind Cyanobakterien. Das ist tatsächlich eine Alge hier. Ja. So. Und ich habe gerade. Was auch total schön ist, das will ich einmal kurz zeigen. Was dieses Mikroskop auch kann, ist eine Dunkelfeldbeleuchtung. Das heißt, ich streue Licht von der Seite ein und man sieht quasi den Hintergrund schwarz. Und da, wo etwas im Weg ist, wird das Licht gestreut. Das sieht dann so aus. So kann man so durchsichtige Dinge wie eine Alge besser erkennen, aber hier sieht man leider noch keine Details. Mach mal wieder heller und dann probieren wir es mal mit einer höheren Vergrößerung. Ja, und Berlin hat ein Belüftungsschiff zum Thema, wie das hier funktioniert. Das kann man sich im Internet anschauen. Leider auf den offiziellen Seiten sieht es doof aus. Sonst, Horsti, wie belüftet man Wasser im Endeffekt einfach, indem du Luft reinpumpst? So dumm es klingt, aber so geht es zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das gab es früher manchmal bei Aquarien. Da hat man so einen kleinen Stein und einfach so einen Plastikschlauch da dran und dann konnte man selber da so reinpusten und dann ist quasi aus dem Stein einfach die Luft da so rausgeblubbert. Und du pumpst da einfach Luft rein und dann löst sich eben der Sauerstoff in der Luft im Wasser. Oh, und hier haben wir jetzt, besser kriege ich es nicht. Ich muss mal gerade was anderes machen. Die Probenpräparation war nicht perfekt. Natürlich nicht. Wie konnte das passieren? Du hast alles professionell gemacht. Der Tropfen ist so, das Deckgläschen schwimmt zu sehr nach oben. Ich muss ein bisschen Flüssigkeit an der Seite quasi einmal absaugen. So, und jetzt müssen wir noch uns ein neues Ziel suchen in einer niedrigeren Vergrößerung. Und dann gehe ich nochmal. Eigentlich ist Spirulina echt so gekringelt. Wie so die Spirelli nun ein bisschen. Ja, ich habe da auch gleich noch ein Bild zu, wo man das ganz gut erkennen kann. So, hier. Und jetzt müssen wir welche suchen. Da sind doch welche hier. Großartig. Ja, Olaf schreibt gerade, dass in Schleswig der Burggraben entschlammt wurde, um das Fischsterben zu verhindern. Das kann total gut sein, weil oft ist eben dieser Schlammboden ist voll mit Mikroorganismen. Und da hast du ganz viel organisches Material und dann sind da eben die Mikroorganismen so aktiv und verbrauchen den ganzen Sauerstoff. Da haben wir schon mal drüber geredet bei den Todeszonen. Und dadurch, wird eben der Sauerstoff im Wasser verbraucht und dann hat man eben diese Sauerstoff-Minimum-Zonen, die dann immer größer werden, also wenn da eben ganz viel organisches Material ist. Und deswegen bringt es tatsächlich was, diesen Schlamm da rauszuholen, weil dann die Bakterien nicht mehr so viel zum Fressen haben. Und dann hast du eben da nicht so einen hohen Sauerstoffverbrauch mehr. So, ich würde jetzt gerne irgendwie einen großen, das ist doch groß, das ist doch super. So, stellen wir mal ein bisschen scharf und jetzt einmal, oh nein. Und ja, man merkt hier das gleich, ist, dass Mikroskopieren gar nicht so einfach nein. ist. Ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, der Dugong merkt auch, warum es gar nicht so schlimm ist, dass wir noch nicht sowas haben, weil das überhaupt nicht im Fressbereich liegt. Außerdem isst er ja auch keine Algen, sondern Seegras, aber Hauptsache grün, sag ich mal. Ach so, ich habe übrigens... das ist der Becher mit den Waffeln. Ich habe doch gesagt, dass ich mir Waffeln gekauft habe. Aber eigentlich wolltest du nur den Becher haben, ne? Ja. Mein Gott, das ist ein Riesenbecher. Ja. Das ist ein kleiner Becher. Okay, da sind jetzt mal
Oh Gott. Ich habe keine ruhige Spirulina. Hand. Das ist aber auch wirklich gemein und fies und herausfordernd. Ja, also... Ich mache mal hier parallel, ich packe mal in den Chat so ein Foto von dem Belüftungsschiff. Das habe ich gerade gefunden. Das heißt Rudolf Kloß. Mit Doppel-O. Mhm. Und es gehört zu irgendeiner Behörde. Aber diese Behörde findet man nicht so direkt einfach ganz schnell, wenn man jetzt mal so ein Bild von diesem Rudolf Kloster hat. Glaubt man ja nicht, dass man direkt zur Behörde kommt, wenn man so eine Bildersuche anschmeißt. Man kommt zum Tagesspiegel und zur Morgenpost und zur BZ und überall. Die müssen eigentlich doch Werbung für ihr eigenes Schiff mal machen. Das machen die aber nicht. Schon. Ja, denkste. So. Anstatt dass sie mal erklären, wie das funktioniert. Ich bin ein bisschen enttäuscht. So, und da kann man jetzt erahnen, kann man leider nur erahnen, das ist die höchste Vergrößerung, die ich auf diesem Mikroskop habe. Unten links kann man so ein Knäuel sehen, beziehungsweise ganz am rechten Bildrand kann man, glaube ich, so eine leichte Spirale erahnen, oder? Wenn ich da so ein bisschen hin und her durch den Fokus, dann ja, sieht man... Ja, das sind so zwei Parallelen. Ja, genau. Sieht man hier... Moment. Da. Der müsste meinen Mauszeiger sehen. Ne? Hier ist eine und da ist eine. Und wenn ich jetzt an der Schärfe drehe, dann sieht man... Jetzt gehe ich weiter runter und jetzt sieht man, dass hier quasi so die Verbindung ist. Das heißt, dass da wickelt es sich so rum. Ich bin mir nicht so sicher. Nee, ich glaube eigentlich nicht. Nee? Obwohl, ich weiß nicht genau. Naja, vielleicht. Ja, ich habe mal... Das könnte es tatsächlich sein. Ist ein bisschen klein noch. Ich habe mal was vorbereitet. Ja, genau. Ich habe da mal was vorbereitet, wenn ich nämlich einfach mal... hier im Stream kurz das Schiff mache. Also da habe ich mal ein Bild mitgebracht, wie es auf Wikipedia ist. Das ist eine Spirulina-Alge, so wie sie eigentlich aussehen sollten. Und wenn wir jetzt zurückgehen, ja, also sie sind auf jeden Fall noch kleiner, aber ich fürchte, das ist das Beste, was ich jetzt gerade mit dem... Ich kann noch mal probieren, hier eine andere Stelle zu finden. Vielleicht müssen wir das sonst noch mal ausprobieren, wenn der Reaktor dann voll am Laufen ist. Ja, genau. Die hatten ja noch nicht wirklich viel Zeit zu wachsen. Hier hätten wir noch mal was. Hier kann man so ein bisschen Nudeln erkennen, glaube ich, oder? Ja. Hier kann man jetzt tatsächlich Spiralen so in diesem Haufen erkennen. So, hier ist so eine Schleife. Mhm. Ne? Ich habe halt leider nur eine Vergrößerung von 40-fach. Ich habe noch ein besseres Mikroskop, aber für diese Kamera, die tatsächlich ein bisschen besser ist, habe ich leider noch keinen Adapter, der auf das größere Mikroskop drauf passt. Leider. Ja. Das habe ich eben ausprobiert. Aber hier kann man so ein bisschen Fädenstrukturen erkennen. Wenn ich so ein bisschen durchfahre, kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen. Ja, schon. Ja, ich probiere es nochmal mit der Dunkelfeldbeleuchtung. Ich glaube, da sehen wir kaum etwas. Ja, nee, da kommt... Das ist zu lichtschwach. Leider. Mhm. Da sieht man so gut wie gar nichts. Ja, leider. Sag mal, André, war das getrocknet und dann hast du es ins Wasser getan oder war das schon feucht? Nee, also das ist ein Pulver. Das zeige ich mal gerade, wie das aussah. Und auf der Karte steht auch weiterhin, damit die Algen überleben und du das Kit auch wirklich nutzen kannst, ist es sehr wichtig, dass du die Algen schnellstmöglich in einen Reaktor setzt. Fülle 200 Milliliter Leitungswasser in den Glaskolben und gebe einen Teelöffel des Pulvers aus Beutel B1 dazu. Und ich zeige euch mal, was in Beutel B1 ist.
So, hier ist die Kamera wieder und das hier ist, es ist so weißes Pulver. Koks, es ist Koks. Das ist der Beutel B1 aus dem Survival Kit. Da ist noch jede Menge drin, das heißt, da kann ich auch noch mal ein bisschen Zeug mitmachen. Ja, aber es hatte leider nur einen Tag zum Wachsen. Ja, gut. Also es ist nicht wirklich feucht gewesen. Jetzt kann man es auch nochmal, wenn ich es nochmal aufschüttel, kann man es einigermaßen sehen, dass es schon einen leichten Grünstich hat. Aber das wird auf jeden Fall noch mehr. Ich werde es, wenn wir hier mit dem Stream durch sind, wieder ans Fenster stellen, sodass es dann morgen wieder Tageslicht bekommt. Ja, und dann sollte man den Livestream gucken und die lieben Kollegen von dem Co-Lab hatten ein paar Verbindungsprobleme mit dem Internet. So wie wir das auch kennen. Heute ist ganz okay, ne? Ach, ich habe schon wieder beschwört, ne? Ja. Ich habe es jetzt gerade beschwört. Ich wollte eigentlich nichts dazu sagen. Okay, ich schalte mal wieder auf meine Kamera und dann würde ich sagen, weil das habe ich nämlich noch nicht gemacht, sie haben dann gesagt, man soll den Livestream gucken, aber sie sind leider nicht live gegangen, aber sie haben heute Nacht noch ein Video hochgeladen, wo man sich das angucken kann. Und da würde ich vorschlagen, das könnten wir uns jetzt alle mal zusammen reinziehen. Da würde ich nämlich mal einfach umschalten und ich glaube, ich kann euch das auch teilen. Das wäre toll. Rossi hat im Schifffahrtsamt Berlin ein PDF mit dem Schiff als Leistung gefunden. Danke, Rossi. Das Schiff als Leistung. Okay, das hier ist das Video. Und ich gehe mal rüber in diese Ansicht. Dann sind wir klein und das Video für euch groß. Und das ist Özge, das ist die Leiterin vom Community Lab. Die erste Vorsitzende, wenn mich nicht alles täuscht. Und die wird uns jetzt gleich mal einen erzählen. Ich hoffe, das hört man. Also das ist quasi das, was jetzt kommt, nachdem man diesen Reaktor gefüllt hat. Und ich habe es mir selber noch nicht angeguckt. Das heißt, wir hören jetzt mal, was der erste Arbeitsschritt ist. So, jetzt kommen wir mal zu dem Teil, auf die ganz, ganz viele Leute von euch wahrscheinlich sehr gespannt sind. Und zwar zum Start des dritten Kits. Und dazu müssen wir sagen, es sind exakt 100 Kits versendet worden in 5 europäische Länder. Mit dabei natürlich Deutschland, aber auch Österreich, Polen, Italien und Belgien. Das heißt, es wird ein internationales Spiel. Yeah. Aber fangen wir mal an mit dem Spiel und was da jetzt eigentlich genau das Szenario ist. Und genau das dafür hat euch Tobi einen Trailer vorbereitet und den schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind gespannt. Ein Aufatmen ging durch die Welt. Wir hatten die Corona-Pandemie gerade fast überwunden, als plötzlich mehrere Asteroiden im südlichen Ozean einschlugen. Erdbeben, Tsunamis, massive Unwetter und Vulkanausbrüche waren die Folge. Die Eruptionen waren so stark, dass sich eine Aschewolke um den Planeten legte. Die Temperaturen sanken spürbar ab. Und auch das Tageslicht hatte plötzlich eine andere Farbe. Der Flug- und Schiffsverkehr musste weltweit eingestellt werden, da eine Navigation durch die Asche nicht mehr sicher möglich war. Ein solches Phänomen hatte es seit 1815 nicht mehr gegeben, dem Jahr ohne Sommer. Damals kämpfte Europa mit einer Hungerskrise, da die Ernten deutlich schlechter ausfielen als sonst. Aus den Erfahrungen von damals gelernt, setzte die Nations United die Science Force ein, um neue Nahrungsmittelquellen zu erforschen. Das internationale Team aus ForscherInnen experimentiert in ihren Laboren seitdem an Algenreaktoren. Auch wenn sich das Leben wieder einigermaßen normalisiert hat, so leben wir trotzdem in der Angst, dass sich die Vorräte der Regierungen dem Ende neigen, bevor die Science Force Erfolge erzielen kann. Science Force. Na super, ich bin anfällig Asteroiden, für sowas. Ich kann heute Nacht wieder nicht schlafen. Asteroidenausbrüche und Nahrungsmittelknappheit. Die Science Force ist am Start, um dieses Problem zu lösen. Das letzte Problem, die Nahrungsmittelknappheit.
Eure erste Aufgabe für heute ist es, falls ihr das noch nicht getan habt, eure Algen aus den kleinen Flaschen in den großen Kolben zu überführen und den Algen Nahrung zu geben, sodass sie schön wachsen können. Ah. Schüttelt die Algen Nahrung, André. Von Zeit zu Zeit richtig gut durch, damit die ein bisschen Sauerstoff bekommen. Und dann stellt sie am besten in einen halbschattigen Ort. Und dann werden sie fröhlich vor sich hin wachsen können. Und nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch wenn man die Welt retten möchte, ist das Wichtigste die Kommunikation. Und ihr alle, 100 Leute in der Science Force, sollt miteinander kommunizieren. Dafür haben wir extra ein Forum eingerichtet und eine Plattform eingerichtet. Das Forum findet ihr und alle weiteren Informationen findet ihr, wenn ihr auf www.scienceforce.de geht. Da könnt ihr dann direkt sehen, hier geht es zum Forum. Dort meldet ihr euch an. Und genau, eure allererste Aufgabe in diesem Forum ist es, euren aktuellen Stand zu posten. Also ihr macht ein Bild von eurem Kolben und könnt das dann miteinander vergleichen. Was wir auch mitbekommen haben, ist, dass bei einigen Leuten die Algen nicht so gut aussehen. Und da könnt ihr euch austauschen und darum geht es auch. Also wenn ihr aktuelle Probleme habt oder Anregungen habt, sollt ihr immer miteinander kommunizieren und das da reinschreiben. Ihr bekommt dann wöchentlich von uns Spielanleitungen. Diese gibt es über Social Media oder eben auf dieser Homepage, die wir euch genannt haben. Ihr bekommt aber auch immer eine Benachrichtigung per Mail, wenn es eine neue Spielanleitung gibt. Was ihr natürlich auch immer tun könnt, ist selbstständig, unabhängig von unserer Spielanleitung, Experimente machen. Ihr könnt natürlich, ihr müsst auch nicht nur eine Kultur haben, ihr könnt eine alte Flasche nehmen, ihr könnt andere alte Glaswaren nehmen. Interessant ist dabei auch, was passiert, wenn man Braunglas hat oder grünes Glas oder durchsichtiges Glas und könnt da eure Kulturen selbstständig vermehren und unterschiedliche Parameter austesten. Und das ist natürlich auch interessant, wenn ihr euer Wissen dann mit der Community teilt und sagt, hey, ich habe gerade ausprobiert, dass grünes Glas ganz besonders gut den Algen beim Wachsen hilft. Und eine letzte Sache müssen wir natürlich dazu noch sagen. Und zwar, das alles ist ein Experiment. Und zu Experimenten gehört es leider auch, dass manchmal Sachen schief gehen. Und auch dafür ist das Forum da, dass ihr euch austauscht und genau sagt, hey, das hat bei mir gerade nicht geklappt, habt ihr Ideen, was ich falsch mache. Natürlich könnt ihr euch auch jederzeit an uns wenden, schreibt uns eine E-Mail über Social Media. Eigentlich sind wir immer sehr gut zu erreichen. Sollte es der Fall sein, dass eure Algen nicht lebend bei euch angekommen sind, dann könnt ihr uns natürlich auch schreiben und wir gucken, ob wir das Problem irgendwie lösen können. Noch schöner wäre es allerdings, wenn ihr ins Forum vielleicht schreibt und sagt, beispielsweise, ich komme aus der Nähe von Hannover oder Hamburg, gibt es da jemanden in der Nähe, der gerade Algenkulturen hat und mir dabei aushelfen würde. So, also, wichtigste Info, kommunizieren, eure Algen gut schütteln, gut wachsen lassen und dann geht's los. Alles klar. Okay, jetzt haben wir gelernt, dass wir müssen die Welt retten. Wir müssen die Welt retten. Ja, das ist quasi ein Real-Life-Escape-Game. So steht's auf dem scienceforce.de. Hat tatsächlich funktioniert, da komme ich zu diesem Forum, habe ich noch nicht reingeguckt. Wie gesagt, ich wollte mir das aufsparen, dass ich mir aufsparen für den Stream, dass ich es mir da angucke. Und ich bin jetzt schon gespannt. Sie hat gesagt, wir müssen die Algen füttern. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie man die Algen füttert, weil das hat sie nicht gesagt. Weil ich habe hier nur Umschläge mit Zahlen drauf und ich will mich jetzt selber nicht spoilern, indem ich einfach wahllos alle Umschläge aufreiße. Aber ich werde bestimmt was in dem Forum finden, da gucke ich nachher nochmal rein. Ja. Wir können ja auch, weil wir spielen das ja jetzt, liebe Follower, Chatter oder so, falls ihr Ideen habt für irgendwelche Experimente, die wir machen sollen mit den Algen, könnt ihr raushauen. Ja, genau.
haut total gerne raus, schreibt es an plötzlichwissen, info@plötzlichwissen.de, Twitter, Instagram, Facebook sind wir auch. Und ich werde auch, glaube ich, heute noch eine zweite Kultur anwerfen. Ich habe hier noch einen Erlenmeyer-Kolben rumstehen, dann schmeiße ich noch eine zweite an. Falls ich Mist baue oder so, keine Ahnung, dass ich noch mehr habe. Ja, und dann gucken wir mal. Und ich werde auf jeden Fall sowohl auf meinem Twitter-Account als auch bei Plötzlich Wissen Sachen posten. Und Julia, du hast auch ein Survival-Kit. Genau, ich habe das auch, aber weil ich das Wochenende nicht nach Hause konnte, ja, ist es zu Hause. Aber es wurde, meine Mitbewohnerin hat es schon ausgepackt und hat die Algen schon rausgeholt, damit die jetzt nicht 3 Tage im Dunkeln stehen, damit die leben können. Und dann setze ich das morgen. Cool. Ja, ich habe das Paket erst Samstagmittag mit der Post bekommen. Also es war, hier außen ist die Post irgendwie langsam. Ich habe die Befürchtung, dass es halt sehr lange in der Post war. Weil du hast gesagt, bei dir ist es schon ein paar Tage, Julia. Nein, bei mir am Freitag. Also am Freitag wurde es geliefert, aber wurde auch nicht, also haben sie auch irgendwie direkt, habe glaube ich nicht geklingelt und habe es direkt ins Zentrum gebracht und dann hat meine Mitbewohnerin das gestern abgeholt und aufgemacht. Ja. Aber wie sahen denn die Algen bei dir aus, André? Weißes Pulver habe ich ja eben in die Kamera gezeigt. Hä? Ach so, nee, aber das müsste so ein kleines Fläschchen sein mit Algen drin. Also ein kleines grünes Fläschchen. Was haben wir denn mikroskopiert? Algenfutter? Ich habe es halt nur gesehen, meine Mitbewohnerin hat es ausgepackt und hat quasi mit mir Unboxing mit dem Video gemacht, weil sie halt war so, was muss ich da rausholen und so. Und dann hatte sie so ein kleines Fläschchen in der Hand mit grünem Zeug. Und ich war so, ja, mit Wasser drin, oder weißt du, ja, das sind die Algen. Okay, ich muss jetzt einmal kurz gerade sagen, Bite Things, guten Tag. Ja, das ist der andere Lampe. Und bist du der Bite Things, der auch Zeug auf YouTube macht? Frage ich da einfach mal. Und schönen guten Abend. Und jetzt gehe ich in diese, ich hole mal den Karton und gucke mal, ja, ob ich einfach die, kleinen Moment. Na klar, der herzlich willkommen. Kleinen Moment, ich habe Blödsinn gemacht und Scheiße gebaut und werde das jetzt live ausbaden. Ja, das ist doch perfekt. Ich meine, so funktioniert Wissenschaft. Das wurde doch gerade von Özge auch gesagt. So. Man probiert halt was aus. Ja, und mal gucken. Die Kommunikation. Ja. Man muss mit der Kommunikation. Oh, du hast ja auch noch das ganze Grünzeug da drin. Man kann das von der Kamera aus, glaube ich, auch noch ganz gut sehen. Ja, man sieht. Ja, du hast einfach keinen Überblick, André. So sieht das nämlich auch. Du hast dieses ganze geile Zeug da noch drin. Die sind vielleicht eher selber eingewachsen. Auskippen bringt halt nichts, ne? Hat man nur Dreck überall. Ich habe das echt gründlich durchwühlt. Das, was ich gemacht habe, ist, ich habe B1 da reingekippt und das ist anscheinend nur die Nahrung. Und was wir gesehen haben, sind keine Algen. Ja, Mensch. Ja, das macht voll Sinn. Doch, vielleicht sind es ein bisschen Algen, die schon so von selber gewachsen sind. Ja. Ach, schön. Geil, ich dachte mir schon so, krass, dieses Fläschchen, dass da gar nichts Grünes ist. Deswegen habe ich gefragt, ob das trockene Algen sein können. Ah, da habe ich, glaube ich, der da Koks. Da habe ich, glaube ich, kurz nicht aufgepasst, als André das erzählt hat. Sorry. Macht nichts. Ja, aber dann würde ich doch mal sagen. Jetzt wird's was. Ja, mikroskopieren. Aber du gibst da nicht eine Mengenangabe? Das Fläschchen schütte die Algen in den Glaskolben. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich nur die Hälfte nicht nehme. Nicht alle. Ja. Nur die Hälfte. Um noch einen zweiten Ansatz zu machen. Nein, du machst die jetzt da alle rein, lässt die ein paar Tage wachsen und dann schüttest du die um. Ja, alles klar. Ja, weil das ist ja jetzt für den Ganzen, für alle angesetzt. Hoffentlich geht's dir noch gut. Ja, das hoffen wir auch. Ja, anscheinend sind jetzt dann wir gleich einfach so selbstständig Algen gewachsen. Ja, so ein. Ja. Es hat. Na gut, dann kannst du ja gleich mal eine professionelle Probe mit dem Strohhalm nehmen. Es läuft. Ja, jetzt nehme ich eine professionelle Probe. So, dann werden wir jetzt mal direkt mal
Und ByteThings sagt, ist das so eine Art Podcast-Format mit richtigen Wissenschaftlern anstatt wie ich, der Amateur? Sehr cool. Könnte man so sagen, weiß ich nicht. Podcast, wir zeigen halt auch Shit. Aber ja, im Prinzip schon, ja. Ja, sieht schon deutlich grüner aus. Und jetzt schmeißen wir das auch nochmal. Müssen wir uns nicht mehr einbilden. Großartig. Ich habe hier noch. Ich werde heute Abend dann noch beschäftigt sein, Objektträger zu waschen. So, dann schalte ich mal gerade hier wieder. Also, ich möchte hier auch nochmal sagen, was wir in dem Video gesehen haben, wo sie meinte, bei Experimenten geht auch. Klappt mal auch was schief. Nicht. Also, in der Regel geht immer alles schief. So und wie gerade gesehen. Klappt mal was, ja. Ja, Horsti. Achso, apropos, hat sich Nico bei dir gemeldet, André? Nein! Oh. Nikolas so, hat sich nicht bei mir gemeldet. Hat Mint korrekt sich auch die Eigen bestellt? Machen die auch mit? Ja. Cool. Ich hab Reinhard sofort geschrieben. So, es sieht grüner aus. Ja, yay! Das ist, ja, da würde ich jetzt auch. Da oh ja, jetzt schon. Nicht mehr Mint, das ist ja schon. Das ist ja schon Seegraspotenzial. Genau. Dann würde ich mal sagen, achso, wir hatten das eben hier oben auf der Ecke vom Mikroskop gemacht, ne? Ja. Das machen wir mal wieder. Dann sieht man es auch. Jetzt mache ich erst die Objektträger auf. Die klemmen mal ein bisschen. Achso, ich mache mal groß. Ja, aber du hast es eben schon erfolgreich geschafft. Und irgendwas anderes als eigen zu verkaufen. Ich war sehr überzeugend und man kann sich echt unter dem Mikroskop nie ganz sicher sein. Und jetzt bin ich dem auch mal aufgesessen. Tschüss, ByteThings. ByteThings ist wieder weg. Kommt aber irgendwann mal wieder rein. Das freut mich sehr, ByteThings. Tschüss. Ein unglaublich, ein riesiger YouTube-Kanal. Juhu. Er hat dein Follow da gelassen. Oh. Schön. Dankeschön. Komm gerne mal wieder vorbei. Ja. Oh, wir können es schon mal soft so ankündigen. Wir machen eine Sommerpause und sind im September wieder da. Ganz kurz, also ich weiß nicht, also ich bin gerade aus dem Stream rausgeflogen und komme gerade nicht mehr rein. Ich habe es nicht versucht, weil ich, wenn ich sowas mache, dann. Ah, nee, alles gut. Ich wollte bloß gerade checken, dass nicht irgendwas. Ja. Gut. Hier ist noch alles okay. Okay, und dann. Ich finde, dass das Rosa ein super Kontrast zu dem Grün ist. So, ja, zum Thema Farbenleben. Gefällt mir auch. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da etwas. Jetzt sehen wir auf jeden Fall was. Ja. Oh, guck mal, Horsti ist traurig, dass wir eine Sommerpause machen. Er weiß nicht, wie er dann prokrastinieren soll. Und Alpaka hat heute zum ersten Mal reingeschaut und findet uns sehr unterhaltsam. Ja, wir haben halt September uns so gedacht, weil alle irgendwie in Sommerferien fahren. Aber ihr guckt. Ihr wohl nicht. Ich übrigens auch nicht. Es ist der busyste Sommer meines Lebens. Ich habe sonst immer im Juni, Juli, teilweise noch im August relativ wenig gemacht. Also so jobmäßig und jetzt ist irgendwie ganz viel. So, und dann gucken wir mal. Ach, Alpaka, das ist ein ganz schlimmes Bild. Dieser arme, traurige Frosch. Du musst jetzt ganz viel schreiben, damit er aus meinem. Ich muss mein Fenster kleiner machen, damit ich den Frosch gleich nicht mehr sehen muss. Ich habe so ein. Ich bin da anfällig für traurig guckende Tiere. So, dann und Horsti macht im September Urlaub. Horsti, schreib deine Urlaubsdaten da rein. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwas davor oder danach schaffen. Können ja unsere Follower jetzt nicht vergraulen. Das eine Mal, wo wir denken, wir sind total clever, wir machen eine Sommerpause. Aber sonst, Horsti, stimmt, du wolltest doch, hast du Podcast mal reingehört bei Audible? Und sag mal du als Biologin. Der läuft nämlich noch im Sommer. Ja, man kann Julia weiterhin hören. Und wenn ihr in Hamburg und Umgebung seid, ich bin auf derbe vielen Lesungen unterwegs. Stimmt, denn ich bin in Hamburg auch. Ja, ich weiß, ich habe es mir eingetragen. Hast du eingetragen? Blockiere, ja, natürlich. Ich blockiere immer alles, wenn da irgendjemand in die Nähe kommt von diesem Termin. Nein, ich kann nicht. Julia ist da. Ich kann nicht.
Ich habe selber vergessen dann. Warte, ich guck nach. Was soll ich dir sagen? Am 12. 12. August. Ja, siehst du, am 11. August, das ist meine krasse Woche. Ich habe am 11. August, nee, am 10. August habe ich eine Lesung in St. Peter-Ording. Gott sei Dank, dass das wieder klappt. Ich hatte schon Angst um meinen Urlaub. Ich mache nämlich immer, wenn ich in St. Peter-Ording eine Urlaub, ich freue mich so, dass ich da jedes Jahr eine Lesung mache und dann bin ich immer 2 Tage länger da. Und dieses Jahr war es ganz kippelig wegen Corona. Aber es ist wieder. Und am 21. ist Rufus Wainwright in der Elfie. Da habe ich Tickets. Ich freue mich richtig krass. Und dann am 12. stehst du. Das ist meine geilste Woche. Und am Sonntag dann habe ich irgendwie eine Online-Lesung. Aber warum habe ich da eine Online-Lesung? Mit wem habe ich da eine Online-Lesung? Ich finde hier jetzt nix irgendwie. Ich werde mal ein Petrischälchen bemühen. Mit ein bisschen mehr. Also, ich habe hier jetzt eine Petrischale hingelegt und werde da mal ein bisschen mehr von dem Zeug reinkloppen. Gucken, ob wir dann was hier ist voll die André, hier ist voll die Revolte. Horsi ist vom 1. bis 5. Ja. 9. im Urlaub. Alpaka ist vom 11. bis zum 19. 9. im Urlaub. Und Olaf schreibt, ihr könnt es doch nicht so lange ohne Stream lassen. Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß. Wir haben uns leider dafür entschieden. Und Leute, es gibt ja noch mehr. Wir sind auch im Hintergrund dabei, unsere Webseite umzubasteln und neue Visitenkarten und so weiter und so fort zu machen. Wir werden im Wintersemester ein Seminar haben an einer Universität. Und naja, das ist sehr, sehr viel zu tun. Und davon können wir dann von neuen Dingen berichten im Livestream, wenn wir das wieder im September machen. So, gucken wir mal. Das heißt, wir können, ja. Genau, und sonst am 12. August Lesung Julia in Hamburg. Und dann, Inga, kannst du deine Lesungstermine auch noch reinballern? Also, oder auch im 3. September Lesung in Bremen. Ja, ich muss selber noch herausfinden, was ich denn hier... Hier, wenn ihr in Hamburg Urlaub macht, ich mache einen Schreibworkshop für Kinder, Olaf, vom 26. Juli bis zum 4. August. Da müsstet ihr euch nur einen Urlaub in Hamburg nehmen. Es findet in Lockstedt statt. Dann könnt ihr nach St. Peter-Ording am 10., das ist eine Lesung, um 18.18 Uhr, die sind sehr witzig, in St. Peter-Ording machen immer um 18.18 Uhr Lesung. Dann habe ich hier, ich weiß nicht, das ist shit, am 15. August eine Online-Lesung, aber ich weiß nicht mehr mit wem. Ich habe es nicht eingetragen in den Kalender. Dann am 18. August könnt ihr nach Winsen kommen, in den Marstall, da ist eine Lesung. Dann könnt ihr am 29. August in die Stella Sommersause. Dann könnt ihr am 5. September, da seid ihr im Urlaub, ins Hohe Luftschiff kommen. Dann, hier, falls jemand aus Köln kommt, ich bin am 12. September wieder in Köln. Ich bin auch nächste Woche in Köln. In einer Woche. Ja, wie cool. Ist auch umsonst. Also wenn ich weiß nicht, ob irgendjemand ja. Das wäre doch toll. Julia in Köln sehen. Und die Bibliothek ist sehr nett. Das ist alles im Osten. Du kannst versuchen, Leute zu finden, die uns gegen Geld einladen. Der östlichste Osten, an dem wir sind, ist am 1. Oktober in Berlin, aber das ist für Wissenschaftler. So. Der östlichste Osten. Ich finde nicht wirklich was jetzt auf die Schnelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja. Es ist ganz viel grün. Ja, es ist ganz viel grün hier. Auf jeden Fall nichts, was wie Spirulina aussieht. Noch nicht. Aber es wird Spirulina sein. Ja. Ja, das habe ich jetzt gerade erst reingeworfen. Aber ja, ich muss das mal in Ruhe präparieren. Jetzt live hat das nicht gut funktioniert. Nee, vielleicht, André, findest du raus, dass sie gar nicht Spirulina da gar nicht drin war, dass sie es voll verkackt hat. Das ist das absolute Worst-Case-Szenario. Stell dir das mal vor. Das ist so ein. Ich habe eben, als wir uns das Szenario angeguckt haben, habe ich so gedacht: Oh Gott, wann kommt die Kurve zum Überleben? Aber das ist das Survival-Kit, was ich noch nicht bekommen habe. Das wird aber kommen, Inga. Es wird ankommen. Entweder morgen oder ich muss noch mal Bescheid sagen. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Ich war in Köln. Das war es wahrscheinlich, der Fehler. Ich war nicht im Wi-Fi.
Ja. Ich habe es aus Köln heraus bestellt. Vielleicht gab es nicht so eine E-Mail, wo man das nochmal bestätigen musste? Das ist die Frage, das habe ich mich damals auch gefragt. Ich habe nämlich nichts bestätigen müssen. Ja, dann habe ich irgendwas falsch gemacht mit der E-Mail. Musste ich ja, auch. Da muss ich da, muss ich Özge auf jeden Fall mal schreiben, dass ich da irgendwas verkackt habe. Oder dass das Internet einfach irgendwas verkackt. Am besten war es natürlich das Internet, aber ich habe mich das schon gewundert. Aber ich bin mir nicht sicher, also ich habe irgendwie so im Kopf, dass man das nochmal bestätigen musste, aber vielleicht. Ja, das wäre auch normal, dass man es bestätigen muss. Und ich habe mich da nämlich auch gewundert, warum ich es nicht bestätigen muss. Aber dann kannst du ja auch nicht sagen, ja, was ist denn jetzt das Problem? Weil du weißt ja nicht, ob du es bestätigen musst. Du musst dann andere Leute fragen, ob die es bestätigen mussten. Hätte ich mal machen können. So, jetzt habe ich mit rumprobieren und mit einer großartigen, warum ist das nicht grün bei dir, gut mit mehreren Menschen zu sprechen, meine Algenkultur angesetzt und wir haben fast eine Stunde rumprobiert. Leider hat es nicht so richtig... Voll. Ja, passiert, ne? Ja. So ist Wissenschaft, das kann man nie abschätzen, wie lange irgendwas dauert. Besonders nicht, wenn man nicht vernünftig das Protokoll liest, wie das der Herr Lampe gerade eindrucksvoll demonstriert hat. Dafür gab es das Video und das gab es ja bis kürzlich noch gar nicht. Dann wäre es dir ja auch sonst schon gestern aufgefallen. Ja, aber war tatsächlich, ich habe wirklich diese Flocken einmal komplett und die Flasche ist mir dabei offenbar durch die Finger gerutscht. Also André, ich kann dir sagen, als ich das quasi beim Unboxing-Video mit meiner Mitbewohnerin gemacht habe, hat sie auch gebraucht, um die zu finden. Also sie hat auch diese ganzen Dinger und die Briefumschläge, die hat sie quasi auch alle aufgemacht und ich war immer so, nee. Und dann irgendwann hatte sie dieses Fläschchen und ich so, ja, das ist es. Und ich profitiere jetzt von dieser ganzen Erfahrung. Wenn ich es dann kriege, funktioniert es reibungslos. Yeah. Ja. Das ist doch wundervoll. Aber wir sind jetzt schon ganz schön lang. André, ich würde dann eigentlich auch sagen, vielleicht gucken wir noch mal das kleine Video, also den ZDF-Link, den ich dir gegeben habe. Oh aber ja. Kannst du das auch so machen, dass Inga das auch sehen kann? Und hören bitte, kann? Bitte. Ja, klar kann ich das. Gib mir einen Moment. Wir haben einen Moment. Wir nehmen uns den Moment. Ich freue mich. ZDF-Link. Das ist etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Julia macht jetzt was mit Überraschungseffekt. Okay, das ist dieses Hochkant-Ding, ne? Ja, genau. Genau das. Alles klar. Muss ich einmal hier und einmal hier und so. Jetzt. Okay. Genau. Und jetzt, damit wir gerade gucken, jetzt sieht Inga das auch und jetzt müssen die Zuschauer das auch nochmal extra in groß sehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das sehen Sie. Hoffentlich claimen die das jetzt nicht, wenn wir die Musik spielen. Ja, mach doch leise. Danke. Nee, du brauchst einen Ton. Achso. Lass den Ton an. Sehen kann im Mittelmeer ist, dass eben viele heimische Arten einfach schon verschwunden sind oder sich Richtung Norden bewegen. Also auch im Mittelmeer, weil es da eben dann immer noch ein bisschen kühler ist. Und man sieht eben vor allem auch, dass es mehr invasive Arten gibt. Also gerade durch den Suezkanal wandern dann eben Arten aus dem Roten Meer ins Mittelmeer ein, weil sie da jetzt eben gut leben können. Okay. Seegraswiesen. Julia ist im Fernsehen. Denen wird es auch so warm. Das heißt, nicht. Die sterben ab und damit sterben eben die Wohnräume der Tiere ab. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man einen Wald hat. Ne? Da sind irgendwie Vögel, Igel, Füchse drin und wenn der Wald einfach weg ist und da nur noch ein Schlammloch, dann können die da nicht mehr leben. Und genauso ist das eben auch, wenn Seegraswiesen oder Korallenriffe verschwinden, da gehen eben einfach die Wohnungen der Tiere kaputt. Auf
Aufgrund dessen wird eben davon ausgegangen, dass die ganzen Mittelmeerregionen viel weniger Regen abkriegen werden. Und das zeigt sich ja schon jetzt, dass die Trockenheit da eben stärker wird. Und das wird wahrscheinlich auch jetzt relativ schnell passieren. Also so in den nächsten 20 Jahren oder sowas werden wir da schon krassere Auswirkungen sehen. Die Biologin bleibt vorsichtig. Der Shutdown hat natürlich ein bisschen den Fischen und den Meereslebewesen ein bisschen Ruhe gegönnt, weil eben weniger Schifffahrt war, weil weniger Fischerei war. Aber das Problem ist eben, dass er eigentlich viel zu kurz war, als dass sich die Natur erholen könnte, weil Fische eben länger als ein halbes Jahr brauchen, um sich zu reproduzieren und wieder eine starke Population aufzubauen. Julia Schnetzer fordert konsequenten Klimaschutz. Yeah. Ja, ich glaube, das ist mein Claim. ZDF hat mein Todesurteil geschrieben, damit ich warte jetzt schon auf die Hate-Mails, die ich kriege. Ich habe das gerade erst gesehen, das kam heute raus. Ich habe das kurz bevor wir angefangen haben zu streamen, habe ich das erst gesehen, dass das heute rauskam. Okay. Genau. Ja, das, und ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir das hier auf YouTube stellen, also den Mitschnitt von dem Stream heute, ob ZDF das dann claimt, wahrscheinlich. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, der öffentlich, ja, mal gucken. Also. Also vor allem, ich glaube auch eigentlich nicht, weil das ist halt, deswegen ist das hochkant, das ist für ihre Social Media Kanäle und deswegen glaube ich nicht, dass die Musik haben, die geclaimt wird, weil sonst passiert ihnen das nee, ja nee, auch. Nee, nicht, dass hier nicht wegen der Musik geclaimt wird, sondern dass das vom ZDF geclaimt wird. ARD und ZDF claimen regelmäßig Sachen von YouTube. Ja? Ja, und es wäre total spannend, finde ich, wenn wir, wo du Teil unseres Teams bist, nicht mal was zeigen darfst, was vom ZDF gemacht wurde. Also eigentlich, weil wir reden jetzt gleich über das Video, das dürfen sie eigentlich nicht, weil das die weil Zitierrecht ist, ne? Also. Ja, also ich bin total gespannt. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich das bei YouTube hochlade und wir werden davon berichten. Dann haben wir doch was zu tun in der Sommerpause. Wir haben vor allem zwei Teile. Das heißt, ein Teil geht durch, der erste Teil wahrscheinlich, und der zweite Teil wird dann geclaimed. Also. Das Schöne ist, wir werden das ja sofort mitbekommen. Es gibt ja die Upload-Filter. Das heißt, wenn ich den hochgeladen habe, sagt er mir direkt, nee, du darfst hier keine Sendung vom ZDF. Na, mal gucken. Ich werde davon berichten. Morgen gibt es dann Neuigkeiten darüber, was die Upload-Filter angestellt haben. Mhm. Aber ja, wie cool, Julia. Ja. Das ist, ja, aber es war gar nicht so ein guter Ton. Und du hast doch so ein cooles Mikro eigentlich. Haben sie verkackt. Also das war über Skype und ist so ein bisschen übersteuert und so. Und ich habe das vorher getestet, hat sich gut angehört, aber er hat das irgendwie nicht gemerkt auf der anderen Seite. Der ZDF-Mensch. Ja, aber auf jeden Fall, auch ein Grund, warum ich das zeigen wollte, war ja ein Thema, das ich ja heute schon vorgeschlagen hatte. Und zwar ging es um Corona-Lockdown und Auswirkungen auf die Umwelt. Ja. Und zwar, ich wurde halt da zu dem Interview gefragt und das war dann irgendwie sehr, können wir das morgen machen? Und ich war so, okay, können wir morgen machen? Und dann hatte er mir quasi schon vorher irgendwie gesagt, so, ja, und ich will auch noch fragen wegen dem Lockdown, wie sich das aufs Meer ausgewirkt hat. Und da war ich auch schon so, oh Gott, da weiß ich jetzt auch nicht so viel. Also habe ich halt dann so ein bisschen geguckt und bin dann auf ein Paper gestoßen, das total interessant war. Und wollte das eben noch mal dieses Paper nochmal aufarbeiten für heute. Ja. Und das Paper ist nicht mehr frei verfügbar. Es war letzte Woche, als ich das gelesen habe, war das irgendwie noch Open Access. Also ich konnte es einfach lesen und jetzt kam ich nicht mehr ran. Oh nein. was voll schade ist, aber ich kann trotzdem so ein bisschen was noch von erzählen, aber ich wollte es eigentlich ordentlich aufarbeiten und ich kam halt nicht mehr ran und ich habe das letzte Woche noch gelesen. Hast du gecheckt, ob es nicht verfügbar ist über SciUp? Eine Seite, die man, alles klar. Nee, ist es nicht und wie gesagt, ich habe es letzte Woche, kam ich da noch ran und jetzt nicht mehr, also ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall, ich wollte sonst die Autoren anschreiben, wollte noch mal fragen, ob sie es mir schicken können. ResearchGate? Ja, nee, ich habe es nicht gefunden. Nicht, ja. Nee. Also ich habe es nirgendwo gefunden, dass ich es irgendwo noch herkriege. Wie gesagt, ich habe es halt letzte Woche auf jeden Fall einfach auf der Website lesen können, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Naja, auf jeden Fall war das super interessant, also weil die haben sich halt so ein bisschen, ihr habt ja sicher auch
gehört, also gerade als der Lockdown war, dass dann so Meldungen kamen mit irgendwie, irgendwie Delfine in Venedig und irgendwie wie das Wildlife wieder so in Städte kam und so. Und genau, zum einen haben die halt so ein bisschen Berichte zusammengetragen und haben aber dann eben auch andere Berichte zusammengetragen. Und es hat sich halt, zum einen war halt dieser Lockdown total interessant, auch zu sehen, wie der Mensch eben die Auswirkungen des Menschen und sein Dasein auf die Umwelt. Und es hat sich halt gezeigt, dass das nicht nur negativ ist, also die Auswirkungen des Menschen unbedingt. Also zum einen gab es dann eben so Sachen, dass sich eben Tiere wieder ein bisschen ausbreiten konnten und eben sich irgendwie alles wieder beruhigt. Aber das Fehlen des Menschen hatte halt auch sehr viele negative Einflüsse auf die Umwelt. Also zum einen hast du eben, dass sehr viele von diesen Naturschutzprogrammen halt eigentlich finanziert werden durch Tourismus. Und wenn der Tourismus weg ist, dann gibt's halt eben, dann haben die Ranger keine Jobs mehr. Aber auch so, die Leute haben keine Jobs mehr. Das heißt, Wilderei steigt, weil Leute wieder anfangen zu jagen, weil sie halt irgendwie andere Einkommensquellen brauchen oder irgendwie illegal fischen müssen, um an Essen zu kommen. Das ist das eine Problem. Dann hast du natürlich auch eben weniger Ranger, die aufpassen, dass sowas nicht passiert, weil die eben nicht mehr bezahlt werden können. Also das hatte wohl eben ziemlich krasse Konsequenzen, dass eben durch diesen ganzen Tourismus sehr viel an Geld fehlte, um Naturschutz zu machen. Oder auch die hatten dann, ich glaube, hat man vielleicht auch in Videos gesehen, dass du gerade in Thailand so Affen angefangen haben, halt Leute anzugreifen, weil die an den Tempeln immer eigentlich durch die Touristen gefüttert wurden. Und weil die halt fehlten, wurden diese Affen nicht mehr gefüttert und die waren am Verhungern. Und deswegen haben die dann die einheimische Bevölkerung angegriffen. Oh Mann, und genau, halt auch solche Aspekte. Also es war ein sehr, sehr interessantes Paper. Und sie hatten eben auch noch ein Beispiel, das fand ich auch super interessant. Es ging irgendwie um eine Insel in Italien, glaube ich. Das ist so eine Vogelinsel, wo eben dann auch oft Touristen kommen, um sich halt die Vögel anzugucken. Und während dem Lockdown durften halt eben nur noch irgendwie Wissenschaftler dahin. Mhm. Und dadurch kamen irgendwelche Adler. Es kamen plötzlich ganz viele von irgendwelchen Adlern. Ich weiß den Namen nicht mehr, ich konnte es eben nicht mehr nachgucken. Und weil diese Adler da waren, wo man sagen könnte, oh schön, die seltenen Adler, aber es waren plötzlich viele von diesen Adlern da und diese Adler haben dann eben die Vögel, die da gebrütet haben, aufgescheucht, weil die eben Angst hatten vor den Adlern und dadurch sind ganz, ganz viele Nester verlassen worden und die Eier wurden nicht mehr ausgebrütet. Und das heißt, diese Vögel wurden eigentlich von ihrem Nachwuchs her jetzt dort reduziert, weil die Menschen gefehlt haben, weil dadurch die Adler kamen. Das heißt, die Anwesenheit der Menschen hat eigentlich da die brütenden Vögel geschützt vor anderen Feinden. Oh. Mhm. Und das fand ich auch eine totale interessante Geschichte, weil das einfach so eine richtige schöne Verkettung der Umstände ist. Und ja, und deswegen wollte ich eigentlich dieses Paper nochmal ein bisschen genauer auseinandernehmen und euch erzählen, weil ich das total interessant fand. Aber ich konnte es nicht mehr lesen. Das ist so krass, aber du hast ja gemerkt, wer es geschrieben hat. Ich habe das Paper noch, aber ich werde die jetzt nochmal einfach anschreiben und fragen, ob sie mir das schicken können. Und dann kann ich das vielleicht nochmal genauer auseinandernehmen. Aber ich fand es halt total interessant. Ja. Nochmal genau, was da in dem Video halt war, eben mit diesen halt Fische, ein halbes Jahr weniger Fischerei ist cool, aber da holt sich halt keine Population und es gibt halt auch genug Fische, die brauchen halt ewig lang, um sich überhaupt zu reproduzieren. Hm. Und so schnell geht das leider nicht. Aber ich frage auch immer nach Südafrika, ob sie irgendwie jetzt Unterschiede sehen in der Haianzahl oder so durch den Lockdown. Bis jetzt haben sie auch noch keine Daten. Das ist auch das Ding. Ich glaube, da werden wir halt auch in den nächsten Jahren viel mehr drüber lernen, weil dann Leute auch Daten haben, das auswirken können, sehen können, ob es da irgendwelche Auswirkungen gab. Positiv. Boah, da erinnere ich mich zum Thema Moränen. Es gibt ja diese Theorie, dass Moränen total angriffslustig und gefährlich sind für Menschen, was sich grundsätzlich eher nicht bestätigt. Aber es gibt einen Ort, an dem Rochen angefüttert werden, so ein Rochen-Café-Ort sozusagen. Ich weiß nicht mehr genau, wo das ist. Aber es sind Stachelrochen, das ist sowieso auch umstritten, weil das sind ja die den, wie hieß er, John Irving? Ja, also genau. Diesen Krokodildring-Typi. Ja, genau. Ja, der ist ja von einem Stachelrochen verstorben. Und da sagen die aber, da sagt der Tourismus dann, ja, nee, ist bei uns alles safe, die werden da gefüttert, die kennen das schon, die Touristen kommen und so. Aber im gleichen Ökosystem leben auch Moränen. Und diese Moränen finden das überhaupt nicht charmant, dass die Stachelrochen gefüttert werden und die Moränen nicht.
So. Und deswegen gibt es eine bekannte aggressive Muräne, mittlerweile sogar mehrere, beziehungsweise eine wurde schon vom Tourismus unschädlich gemacht, um das mal diplomatisch zu formulieren, weil die Taucher angreift. Weil die an das Futter von den Rochen will. So. Die will nicht den Taucher, die will das Rochenfutter. Ja. Und findet das uncool, dass die Rochen so gepampert werden. Beziehungsweise verstehen. Ja, kann man nachvollziehen. Ja. Aber es gab dann ein paar unangenehme Zusammenstöße zwischen Touristen und Muräne. Und zumindest eine Muräne hat das schon das Leben gekostet, weil das nicht in das Tourismuskonzept zum Thema friedliche Stachelrochenfütterung passt. Hm. Ja. Menscheninteraktion im Ökosystem. Ja, tja. Und wie es jetzt da ist, keine Ahnung. Wenn da das nächste Mal ein Taucher reingeht und die Muräne seit einem halben Jahr das erste Mal wieder so einen ollen Taucher da entdeckt und hat vorher nichts gekriegt und auch nichts abbekommen. Ich erinnere mich bloß an die Sklaven. Ja. Nicht so cool. Ulla schreibt, groß angesetzte Naturschutzmaßnahmen müssen vermutlich auch mit Bedacht angesetzt werden, um zu vermeiden, dass sich Systeme aufschaukeln. Ja, voll. Also ich meine, das Ding ist, ich weiß jetzt mit den Vögeln auch nicht, also wie gesagt, ich habe das Paper auch nur so überlesen, ob das jetzt auch Vögel waren, die es vielleicht zuhauf gibt. Und dann sind ja diese Adler ja im Endeffekt auch wieder eine Populationskontrolle, von der Natur her gesehen. Aber ich fand es einfach nur, einfach eine interessante Geschichte. Aber wie gesagt, ich habe halt dieses Paper auch nur so überflogen und ich hätte das jetzt halt echt gern nochmal intensiv gelesen für den Stream hier. Und das war mir leider verwehrt, aufgrund der Sache mit diesen Verlagen und so. Ja. Wissen hinter einer Paywall, uncool. Ja, absolut. Sehr uncool. Ja. Und zum Thema Arten, die über den Suezkanal einreisen. Es gibt übrigens auch Dugongs, die schon im Suezkanal rumgehangen haben. Nicht wahr? Ja. Die Verwandten. Oh. Ja. Gibt es da denn auch Seegras irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie im Suezkanal. Also im Suezkanal weiß ich nicht. Also im Mittelmeer gibt es Seegras. Okay. Ich weiß von keinem Dugong, die das im Mittelmeer rumgehangen hat, aber Rotes Meer, das war früher so. Man kann die auch immer noch beim Tauchen vereinzelt da finden. Okay. Ja, also im Roten Meer gibt es auch Seegraswiesen. Ja, und da sind auch Dugongs. Ja, ja, Cindy. Cindy. Ich habe leider noch keinen gesehen. Ich auch nicht, aber ich erinnere mich an die Situation, als wir in Stralsund vor dieser Hafenkneipe standen und ein Typ betrunken auf uns zukam und meint, das ist ein Dugong. So, woher weißt du das denn? Ja, von Klaas und wie heißt der andere? Ich habe es vergessen. Diese Joko? Ja, okay. Joko und Klaas, ja, der hat uns diese Geschichte lang und breit erklärt, ja. Das habe ich auch nochmal verlinkt. Ich habe sie aber wieder vergessen. Ich muss es wohl nochmal lesen, was Joko und Klaas mit Dugongs zu tun hat. Ja, die stellen sich doch immer gegenseitig irgendwelche komischen Aufgaben und da hat der eine dem anderen erzählt, das gefährlichste Tier, was du im Meer sehen kannst, ist ein Dugong. Ja. Jetzt weiß ich es wieder. Jules Verne kam das vor. Ja, und dann hat er Angst gehabt und musste im Roten Meer mit Dugongs tauchen gehen und hat dann hinterher erfahren, dass seine Angst darauf basiert, dass er ein 200 Jahre altes Buch zum Vorlesen bekommen hat, was einfach fiktiv war, weil Dugongs überhaupt nicht gefährlich sind. Nein, sind sie nicht. Sie sind niedlich. Ja. Und sie haben Hunger. Wie weit sind die Spirulina? Ich hätte gerne die 1 mit Mayo. Noch nicht sehr weit. Nein. Das wird noch ein paar Tage dauern, denke ich. Ja, du willst ja eigentlich auch Seegras und keine Algen. Ach so. Ja, aber dann würde ich sagen, haben wir es mit Hitze im Mittelmeer, heißt es. Das Video kann ich ja auch nochmal in den Chat reinwerfen. Ja, das mach doch mal. Und Olaf hat noch von einem wahnwitzigen Kanalprojekt von Erdogan geschrieben.
Ich bin da ehrlich nicht up to date. Ich weiß nicht, was Erdogan für ein wahnwitziges Kanalprojekt. Ich weiß nur, dass der wahnwitzig ist. Egal, ob es sich um ein Kanalprojekt oder um etwas anderes handelt. Und jetzt, Inga, kannst du nicht mehr in die Türkei einreisen. Ja, das hatte ich auch nicht vor. Ja. Ja, aber ich fürchte, es ist so, wie wir es eben gesagt haben, wir machen ein bisschen Sommerpause. Es gibt viel im Hintergrund zu tun. Ab September sind wir wieder dabei. Ja, ansonsten... Haben wir jetzt alle Daten von allen, die hier Urlaub machen im September? Also wenn, schreibt die gerne dann noch rein. Wir gucken mal, was unsere Kalender noch dazu hergeben, damit wir einen möglichst passenden Termin finden können. Ja. Und wo ihr eben eure Lesungen verteilt habt, ne? Ich werde durch den Sommer trotzdem weiter streamen, aber im August bin ich auch noch mal kurz ein bisschen im Urlaub, aber dazu nächste Woche mehr. Jetzt erstmal übermorgen gibt es wieder Dienstagspolitik auf meinem Kanal twitch.tv/anderelampe mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne, und Mittwoch gibt es wieder Kerbal Space Program, und das muss an Werbung reichen. Und im Oktober bin ich in Köln. Hey. Was? Ja, Werbung von meiner Seite. Du kannst gerne Werbung machen. Ja, das ist unsere Werbung von unserer Seite. Du streamst doch am 21. Juli mit mir. Genau, ich habe dich gefragt. Ich wollte mich nochmal rückversichern. Aber gut, machen wir das live. Hast du am 21. immer noch Zeit? Ja. Alles klar, dann gibt es am 21. Juli, das ist in 3 Wochen, zweieinhalb Wochen. In zweieinhalb Wochen gibt es kurz ausführlich mit der Marienmikrobiologin Dr. Julia Schnetzer kurz ausführlich, auch auf meinem Kanal. Ja. Jawohl, jetzt ist es raus. Also ihr könnt euch nicht beschweren, gibt schon noch ein bisschen was. Genau, gibt schon noch ein bisschen was. Und zu lesen und schöne Dinge anzuschauen, wird es auch auf der bald auf plötzlichwissen.de geben. Und so. Ja, genau. Es wird neu und schön. Ja. Genau. Und wir machen ein bisschen, ich weiß nicht, ich mache, glaube ich, ein bisschen auf Tschüss, Alpaka. Tschüss. Ich mache, glaube ich, auf Instagram ein bisschen dann zu dem Experiment. Bisschen Stories live zu dem eigenen Experiment. Kann er mal ein bisschen verfolgen. Ja, das ist super. Also man kommt auch noch durch den Juli mit Jules. Ja. Sozusagen. Okay. Das ist auch ein schöner Name. Durch den Juli mit Juli. Ja. Schön. Jo, dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Euch einen schönen Sommer. Wir sehen uns auf anderen Kanälen. Und wenn ihr irgendwas mit Meeren habt, twittert uns, instagrammt uns oder weiß der Geier nicht noch was, E-Mail, Facebook, was euch so einfällt. Schreibt Fragen, schickt uns schöne Bilder von spannendem Zeug, wenn ihr mögt. Es wird Algenbilder auf jeden Fall auf Twitter dann bei mir geben, sowohl auf meinem Kanal als auch auf Plötzlich Wissen, werde ich das posten. Und dann sehen wir uns hier im September wieder. Genau, und in der Zwischenzeit könnt ihr noch Julias Buch lesen. Das heißt, wenn Haie leuchten bei Hansa Blau. Also wenn ihr akute Vermissungsgefahr habt, dann kann man sich immer noch ein Buch kaufen. Jawohl. Ja. So, das reicht jetzt, glaube ich, mit Werbung. Ja, oder? Das reicht jetzt. Das ist echt Dauerwerbesendung hier. Ja. Ja. Okay. Schön, dass ihr da wart. Ja, danke, dass ihr da wart. Euch allen einen schönen Abend. Macht's gut. Ja, macht's gut. Tschüss. Genießt die Sonne. Ja, genau.